Ich habe auch irgendwie das Gefühl, wir haben ja verschiedene Biome hier angegraben, ne? Moin Origami, schön, dass du da bist. Bist gut gelaunt. Gut gelaunt klingt immer gut, dann darfst du auch hier bleiben. Na, auch schlecht gelaunt dürftest du hier bleiben, dann würden wir natürlich das Beste geben, unser Bestes geben, um dich aufzuheitern. Wir machen das jetzt aber zumindest noch zu Ende, ne? So. Alter. So. Machen wir hier nochmal. Ich glaube, wir können das auch größer machen eigentlich. Da haben wir hier ein bisschen größeren Stockpile. So. Großer Bahnhof. Oder so. Wo wir gerade die Leiche da gesehen haben. Jetzt vielleicht der Slab für Nuri fertig? Furniture, Slab. Ja, so. Dann haben wir Nuri auch mal fertig. Dann gehen wir nicht mehr auf diese Ebene zum Minern. Ich würde jetzt unseren neuen. Neue Mine ist jetzt hier. So, fertig. Nochmal 40 Ebenen tiefer. Nichts passiert, nichts passiert. Unwichtig. Glaube ich, ich habe mal wieder zu schnell weggedrückt. Und ich wollte hier gucken. Ja, die Pilze sind weg. Voll cool. Bauen, Workshop, Farming, Plot. Tack, tack. Das ist nice. So, und dann nehmen wir dich. Malen dich aber um. Dann bist du sozusagen für, weiß ich nicht. Da, da, da. Futter das mal alles weg. Aber dann bitte nicht hier oben. Bitte nicht das Feld platt tretet und hier auf den Wänden laufen, in der Wand rumlaufen wollte, glaube ich, auch nicht. Akzeptieren. So. Ben Patcher für die Tiere hier. Und noch ein weiteres Feld. Es hat super funktioniert, finde ich klasse. Die Schweine können wir noch woanders hinpacken eigentlich. Machen wir mal irgendwo ein Schweinezimmer. Und das muss ich mir einfach nur merken. Es gibt schon Werlizard Nummer 2. Den sind die Wehrkreaturen ausgegangen. Boah. Das wäre es jetzt gewesen. Der hat sich genau hier verwandelt. Direkt über einer Falle und ist zumindest reingelaufen. Stell dir mal vor, der wäre da nicht reingelaufen. Das wäre, glaube ich, dann hardcore. Die sind doch direkt los. Die wollten auch gleich schon losstürmen, als sie den gesehen haben. Ich hoffe, du hast jetzt kein. Habt irgendeiner gekämpft? Irgendeinen Kampf gegen den Werlizard? Nö, ne? Werlizard Cage. Da drin ist bis Lumen irgendwas. Ich würde den ja gern umbenennen, aber es ist nicht unser. Ja, nee, aber die Vermutung war cool. Den Gedankengang hatte ich erst gar nicht. Deswegen ist das ja cool und deswegen muss ich mir das merken. Gerade weil es jetzt ja mit der Steam-Version ist jetzt ein Mensch geworden. Kann ich den Menschen markieren? Kann ich den Käfig? Ich kann den Käfig umbenennen. Das ist ein. Das ist die Falle, die ich jetzt umbenenne, ne? Das will ich umbenennen. Aber das kann ich nicht umbenennen. Das ist die Human Cage Copper. Die Dame ist auch nackt. Gut, ist halt ein Werbiest. Ne? Werbiester sind, glaube ich, nach der Verwandlung erstmal alle grundsätzlich nackt. Ist nicht schlimm. Schlimm? Schlimm. Deutsche Sprache, schwere Sprache.
So, der ist jetzt so in der Ruhe gebettet. So, ihr wollt die Pharma-Gilde, möchte jetzt eine große Gildenhalle haben, natürlich. Weil wir sind die Pharma, wir sind die Besten, wir sollen ja schon das dritte Feld bestellen. Wer waren die Pharma? Ihr? Unnamed Sculpture Garden. Das stimmt doch gar nicht. Seit wann bist du im Skulpturengarten? Kann ich umbenennen? Das ist die Farmers Guild. So. Das ist alles ein Skulpturengarten, das ist doch alles ein Fehler. Komm, das ändern wir erstmal um. So, das ist dann die Stonecrafter. Stonecrafter Guild. Nein, falsch geklickt. So. Ja. Miners Guild. Engraver. Dann sehe ich da oben schon am Namen, wo ich hin muss und muss nicht immer hier reinklicken. Ob das jetzt gut ist oder so, weiß ich nicht. Ich werde sowieso vergessen, dass ich die Zone jetzt benenne. Na, also nicht damit, dass ihr auf die Idee kommt, ich wüsste nächste Woche noch, was ich hier gemacht habe. Also morgen habe ich ja schon wieder vergessen. Aber ich könnte so tun, als wüsste ich, was ich hier mache. So, Diagnosegilde. Die Diagnosegilde. Dann ist das hier die Knochenbrechergilde, ne? Genau. Bauen. Bauendoktorgilde. Surgeon? Ne, Sutura. Fast. So, dann seid ihr die Surgeons. Amor. Und als letztes, was waren die Blacksmiths? So, Blacksmiths. Gilt. So, und die Farmer. Die wollen jetzt eine großartige Halle haben, ne? Das heißt, es fehlen ein paar tausend. Ja, ich habe den Location Stream auch schon so oft genutzt. Warte mal, wo waren wir? Places, glaube ich, ne? Locations. Steht hier auch drinne. Ich könnte auch einfach direkt dahin gehen. Das wäre voll einfach gewesen. So, Farmer, tack. Ah, guck mal, super, ja, einfach. Und Minecraft, ja, ah ja, Minecraft-Schilder. Ich hatte ja auch immer einen Schilderwald da. Meistens aber nur im Lager. Wir packen jetzt hier hin ganz viele Statuen einfach. Furniture. Start, wir können Musikinstrumente irgendwo hinstellen. Wir können ein bisschen Party machen oder sowas. Sowas zum Beispiel. So, steht das Musikinstrument. Ich weiß nicht warum. Aber da steht jetzt eins. Die Farmer wollen halt gute Laune verbreiten und sowas. Irgendeine Goldstatue. Das ist der falsche Raum gewesen. Also so nicht. Ihr habt noch nicht nachgefragt, ihr kriegt nichts Tolles. Dann nehmen wir noch Construction, keine Ahnung. Furniture bitte. Tische. So, und ja, ich weiß, dass man nur auf einer Seite immer nur einen Stuhl pro Tisch haben kann. Das ist mir aber jetzt hier gerade optisch egal. Ihr bekommt jetzt auf beide Seiten einen Stuhl. Weil es hier um eine optische und keine funktionale Lösung geht.
Gildenhallen brauchen auch keinen Tanzsaal, wie zum Beispiel Tempel. Deswegen ist das egal, da ziehen wir das so durch. Und in Classic gab es leider auch keine Schilder. Man musste da durch. Deswegen, theoretisch, man kann die ganzen Stockpiles ja eigentlich benennen und so weiter. Ich mache das nicht mal bei allen. Hier unten kann man das mal zwischendurch mal machen. Hier haben wir jetzt gerade zu wenig Miner, weil ihr zu viele andere Baustellen habt, ne? Wenn sich einer von euch entscheiden würde, jetzt hier unten einfach schon mal zu engraven oder sowas, ne? Das Instrument lasse ich weg. Das Instrument, Moment, das muss eigentlich hier rein. Hier muss Musik. Da ist ein Lieutenant von den Typen. Bringt ihn um. Der hat sich hier bestimmt reingeschlichen. Ja, eigentlich ist das einer der Mörder, die draußen unsere Leute umgebracht haben. Aber jetzt versteckt er sich hier und tut so. Guck mal, jetzt sind die Leichen sind ja nämlich auch schon drin. Warum ist hier jemand drin tot? Wer war das denn jetzt schon wieder? Entsorgt das mal. Furniture, Instrument. So, also hier ist jetzt die große Halle, große Taverne. Und dann ist, keine Ahnung. Ich habe es jetzt natürlich in Zweier-Dings gebaut. Das ist jetzt, keine Ahnung. Dann sitzt hier an der Ecke sitzt ein Musiker und da an der Ecke sitzt auch ein. Die spielen am besten unterschiedliche Musik. Ne, damit die hier voll durchdrehen. Aber ich muss das Zweier machen. Zirkon, Lapusse brauchen wir nicht. Ich will eigentlich nur unseren Adamantium haben. Ah, oh, wir können ja bald noch ein Dings machen. Unseren Stop. Können wir jetzt schon bauen. Nicht so. Da und dann war das irgendwo. Construction war das, ne? Trackstop. Perfekt. Kein Autodump. Nach hier. Aus Gabbro, weil das mal wieder in Massen hier rumfliegen. Und das heißt, theoretisch heißt das, dass wir dieses Ding hier komplett einstampfen. Jetzt aktuell eh nichts mehr. Ein bisschen Platin, glaube ich, ne? Nee. Unwichtiges Zeug. Ja, wir werden dann unseren, hier, das Hauler-Ding, das wird dann geändert. Das heißt, wir nehmen dann einen neuen Stop, der kommt dann hier hin. Ich bin sogar schon 100% voll. Aber wird nicht weggebracht, weil kein Zwerg Bock hat, das zu transportieren wahrscheinlich. So, einen neuen Stop hinzugeben, das ist der hier. Das heißt, die Mine kann wieder raus, weil das jetzt die neue Mine ist. Und die bekommt jetzt eigentlich, wir haben noch keinen Stockpile assigned. Ich hätte erst gucken sollen, was wir hier eingestellt haben, ne? So. Du fährst nach da, direkt wenn du voll bist. Oder du fährst nach 2 Wochen nach da, wenn du halb voll bist. Und wenn du leer bist, brauchst du gar nicht fahren. Wir sind ja nicht so. Einladen darfst du jegliche Art von Stone. Da. All, ist egal, alles an Stein, was unten gefunden wird von dem Stockpile, darf hier natürlich drauf. Jetzt müssen wir nur noch einen Stockpile hier unten zuweisen. Machen wir es erstmal so. Akzeptieren, Steine. Von überall, ist okay. Das ist dann fertig und dann... Moment. So nicht. Wie doof aus, wenn das Stockpile über die Schiene geht. Und dann können wir bei Haulern, bei der Mine, jetzt den beladen von da. Perfekt.
Rest befüllen wir gleich. Dann sieht das hier auch wieder vernünftig aus. Katzen geschlachtet. Die Amphibien kämpfen gegen Krokodile. Dabei ist dieses Aldermann. Das Aldermann, das macht mich immer voll, weil ich immer denke, oh, aber nein, es ist, wo ist denn das jetzt? Wieder weg. Für Adamantium gab es sonst immer einen Alarm. Da wurde immer gesagt, hier, ihr habt was gefunden. Ganz toll, ganz wichtig. Und darauf muss ich warten. Nee, die knallen dann gegeneinander. Also ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe es nur gelesen, dass die gegeneinander knallen. Also theoretisch sollte man es nicht machen. Man kann auch zum Beispiel auf einen Stopp auch immer nur oder auf einer Strecke, glaube ich, auch immer nur einen Minecart zuweisen, oder? Will ich einen zweiten Minecart zuweisen? Es geht nur einer. Also das ist nicht so geplant, dass da mehrere drauf fahren auf einer Strecke. Und vielen Dank fürs Follow, ex Kulitra. Exkulitra? Oh, ich hoffe, das ist richtig. So, und jetzt nochmal, damit es vernünftig aussieht. Machen wir das hier dicht. Das hier unten dicht. So, hier sieht das richtig schön aus oder fast schön aus. Dann ist das jetzt hier das Stockpile minus down. Ich glaube zwei, weil was ist hier? Du bist besessen, das ist nicht schlimm. Complete. Geschlachtet. Platin, ja. Wir können sonst auch einfach sagen, wir minern erstmal stumpf alles an Erzen raus. Per Auto-Minern. Und gucken dann sozusagen, was da noch über ist. Vielleicht treffen wir ja von da irgendwo anders hin. Da haben wir die Miner erstmal wieder beschäftigt. Ne? Machen wir mal hier in jeden Gang. So, Grabmal. Almandine. Was ist Almandine? Da müsste ich gleich mal nachgucken. Und hier, so. Ja, macht das schon. Jetzt finden wir noch viel mehr. Quarz, Dwarf natürlich. Sachen, die wieder keiner braucht.